das Königreich Rysonia. Pokémon, so herrlich viel Spaß. What? Serena. Genau. Serena. Ja. Lord Yoshimoto. Hier ist jemand, um euch zu einem Kampf herauszufordern. Oh, und mein kleines Großer. Wird von Tag zu Tag immer witziger. Oh. Lord Yoshimoto. Juhu! Das Thumbnail. Euer Gegner hört auf den Namen Fanatzi. Fanatzi? Ist das nicht derjenige, der sein Herrschaftsgebiet im Norden immer weiter ausbreitet? Oder gab es da nicht noch jemand anderen? Ach, ist ja alles so kompliziert. Ach, ist ja auch egal. Solange ich mit dir bin, solange ich jemanden zu spielen habe, ist es mir nicht so wichtig, wer es ist. Lord Yoshimoto. Komm, Franz, zum Schlachtfeld, wo wir nach Herzenslust Pokémari spielen können. Okay, ja. Pokémon. Dümmer hätten wir die setzen können, oder? Ja. Oh, okay. Kämpfe machen so viel Spaß. Ja, niemand denkt an die beteiligten Pokémon. Diese Schlüpfe sind so einfach, dass wir nicht uns das Kampf des Pokémon spielen können. Komm, lass uns so eine Warte und Schlüpfe beginnen. Du kannst die angreifen und dann würde mich mal interessieren, ob du eine Kettenreaktion auslösen kannst. Mal versuchen mit einem. Also mit Geronimo ganz vielleicht. Oh! Oh! Okay, oh, okay, warte mal. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe nicht gewusst, wo das genau vorkommt und es deswegen noch nicht übersetzt gehabt. Das ist gut. Ich weiß, an welcher Stelle das zu fixen wäre. Das ist schön, dass wir das jetzt so geklärt hätten. Außer, dass du dann nicht so viel im Weg stehen hast. Also da kann das auch manchmal ganz gut sein, die Pokémon-Welle loszuwerden. Vor allem, weil ja irgendwie alle jede Runde dann neue dazu kommen. Pop, pop, pop. Vier Felder. Ja. Ja, manchmal ist es ganz gut zu sein. Nein. Gute Welt ist zu groß. Ja. Boah. Ja, das Tanzer ist wieder das Problem. Wenn du es nicht mit Evoli oder Pummeluff besiegst, kriegst du ihn nicht. Das finde ich tatsächlich ist so eine etwas ärgerliche Voraussetzung. Nur das Tanzer. Alle anderen sind okay. Geht ja nicht. Ach! Oh, wenn das was wird. Oh, Giftstorm. Fantabulös. Ich staune immer noch, wie hartnäckig ihr seid. Ach, das war ja gar nicht dir. Egal.
Ja. So, geht um die Matzenskippen, dann ist der überhaupt nicht verschwunden. Ich würde gerne. Wow. Ja, ich würde es gerne gut schwächen schaffen. Kugelschlag. Ich bin gerade am Überlegen, ob es taktisch tut. Wow! Was das taktisch tut, wäre, dass der Floink dort einfach. Hier rein, dass es nicht schlecht ist. Ja. Genau. Und selbst wenn du nicht kämpfen kannst, ist das immer noch eine gute Platzierung, um kein Problem mit dem Star zu kriegen. Du weißt schon. Ah, 33, vielleicht erst mit einem anderen. Vielleicht kommst du sogar mit dem Kugel ran, von außen rum. Ja. Und dann noch Kugel oder erst Kugel, dann dürfte egal sein, ja. Hauptsache, die Manga als letztes. Wenn ich zwei gegen Kunde gehauen werden kann. Ja. Oh. Das macht echt. Ich glaube, es könnte sein. Oh, doch. Ja. Okay, das ist auch ein anderer gewesen. Das war auch nicht der, den. Ja. Je nachdem, wo er jetzt mit seinem. Ich bin mal echt gespannt auf Yoshi, ja, schade, dass jetzt Evoli und. Oh, ja. Ich wusste nicht, dass er irgendwie was er da einsetzt. Ansonsten wären wir, glaube ich, noch innerhalb der Runden der Züge, wenn man irgendwie rüberkommen würde mit. Das kannst du sogar mit Manga machen. Und zwar nach oben hin. Ding, ja. Achso, oder? Ja, der ist ja das nicht. Du kommst jetzt zumindest mit dem Evoli zu dem Tanzer, falls du es in der nächsten Runde besiegen kannst. Heilt er sich jede Runde oder was? Das ist seine Fähigkeit. Es kann sein, dass er sich nächste Runde auch nochmal heilt, aber an sich, wenn. Ja, das Doofe ist jetzt, dass das Dings im Weg steht. Das, also, was ich empfehlen würde, mit dem Floink genau eins zurückgehen und mal eine Feuerattacke auf das. Das ist sogar normal stark. Sehr nett. Das ist wieder so. Das ist ein bisschen. Jetzt wieder lässt es ab. Das wäre auf jeden Fall. Also, was ich, worauf ich gehen würde, wäre halt wirklich erstmal mit Geronimax und dem anderen da auf das Tanzer. Oh, voll super, Digga. Jetzt kannst du nämlich möchte dann doch. Ja, das ist gut. Wobei, dann ist das aber direkt im Sinn, weil ich hier einen Fliegesaum sehen muss. Ja, stimmt. Ja. Ja, jetzt ist die Frage, ob du vielleicht dann noch Uichis Fähigkeit sicherheitshalber benutzen möchtest, damit dann. Erstmal das. Davon mal abgesehen, ich glaube, wenn Geronimax kaputt ist, ist das auch nicht ganz so schön. Okay, gucken wir mal, wie viel jetzt Ebene macht. Nein? Ja, falsch.
Okay, ja, gut. Ja, aber... Wenn er sich nicht heilen sollte... Ja, aber dann steht er ja direkt dran. Macht ja nichts. In der nächsten Runde wirst du dann nicht. Wir haben noch eine Runde übrig, in der wir das machen. Oh, es brennt. Na, da bin ich ja mal gespannt. Kann auch sein, dass er noch einen Trank oder sowas hat. Das Trabikel könnte man ja auch jetzt noch machen. Und dann mit Ego geht man einfach ran. An den Rest. Ach ja. Das erste Mal. Genau. Ich hoffe, das klappt. So. Also. Oh. Mit dem irgendwie nah ran, damit das Panzer in der nächsten Runde werden kann. Sitzt. Ja. Genau. Zur Not kann es ja seine Reichweite auch nochmal erhöhen. Wupp, wupp, wupp. Das wird sich der Verbrennung. Ja, das könnte natürlich auch noch. Ja, was macht der Trank? Natürlich erstmal Trank. Das ist sehr gut sogar. Ja, wobei auch Feuer war. Ja. Jetzt ist es voll was mit. Uiuiui, schlecht. Ja, gut. Ich verbiss. Dafür kann Glomanda sich dann dran aus. Das war gut, dass der geheilt hat. Hast du gesehen? Mhm. Ja. Acht. Es ist nur die Frage, womit kann man angreifen, dass es nicht so sehr reinhaut. Aber da haben wir jetzt ein Problem so ein bisschen. Ah, nee, das ist gut. Immer. Ja. Finde ich auch. Okay, und jetzt. Ich komme erschrecklich immer, weil ich den gefreut habe. Genau, da ist von dem Ding. Da auf See, das ist Sinnmaus. Ja. Genau. Jetzt ein Volltreffer, wenn es geht. Na, 15. Okay, wohl die ersten mal zu. Ja. Damit müsstest du ihn rein theoretisch rekrutieren können, falls nicht. Stimmt da irgendwas nicht? Oh, wir haben diesen Stacheleisenspachel. Ihr seid so wendig. Habt ihr schon einmal erlebt, dass ich ein Pokémon jetzt Oh, nice! Seemobs gleich hinterher. Also, wenn Flügelschlag vielleicht auch noch viel anrichtet. Müssen wir mal gucken. Aber... Der kann auch nicht. Nee. Schade. Wir gucken mal, da ist schon viel geschlagen. Ja. Aber... Außer ich gehe hier hin und schieße. Ah, ja, mach mal. Mach mal. Ich weiß nicht, ich glaube ganz so viel was nicht, aber... Schauen wir mal. Auf jeden Fall. Aber... Schön, so an sich erstmal. Mhm. Ja. Na. Oh. Hast du auch auf Warten gedrückt? Kann das sein? Du hättest doch das Schrawickel angreifen können. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich übersehen, dass das ganz heil bin ich dumm. Dumm bin ich heil. Und wer weiß, ob es das gemacht hat. Oh! Der Ehre wird dann gut. Ja. Passt. Ja, wieder so ein paar Eisenhaft. Ja. Ja. Der wird jetzt zurückgeschossen. Nee, hat er nicht. Ja. Der ist auch heil. So, warte mal. Hab ich irgendwas sehr effektives für dich? Leider nicht. Ich kann nicht. Dann. Ach, ich hätte ja noch die Kisten einsam. Das war auch schön. Oh, was für ausgezeichnete Feinde wir noch heute haben. Die Feinde von gestern waren nicht so toll.
kling, 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 kling. Supi. Oh. Oh. Sind hohe Zahlen geworden mittlerweile. Ja. Was auch immer das zu bedeuten hat. Man weiß es nicht. Ja. Ja. Wir haben jetzt 4 rekrutierbare Krieger und einen, der einen Seemops hatte. Finde ich, ist ein gutes Ergebnis. Ganz guter Gesamtwert, ja. Und vor allem Yoshimoto, das heißt, wir haben einen weiteren Kriegsherrn jetzt auch in unserem. Ach, stimmt. Ja. Der Kampf ist also vorbei und der Spaß auch. Lord Yoshimoto, ihr müsst verstehen, infolge eurer Niederlage seid ihr nicht mehr der Kriegsherr von Chrysalia. Oh. 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 Ja, das ist noch kein Schreibfehler. Das ist erst einer, wenn das ganze, der ganze Hack fertig ist und es dann immer noch da so steht. Ja. Ja. Ich danke euch. Mit Freude werde ich mich euch anschließen. So. Ja. Da ist gerade niemand drin, stimmt. In Hyonimo, da sind alle abgezogen worden. Da ein Unterschied steht. Ja. Weil wenn ich gar nicht weiß, was ich da jetzt überhaupt unterschiede. Genau. Das steht auch nichts. Jetzt fällt mir erst auf, dass dieser Turm da aussieht wie der Kriegsherr. Ja. Stimmt. Ja. Jetzt hast du auch. Imagine. Ja. Gut. Los. Viele Krieger zum Rekrutieren. Es wurden neue Krieger gefunden wahrscheinlich. Oh, dieser Koroku. Aber das ist der Koroku auch. Der kleine, der so aussieht. Ja. Das ist der aus der Story irgendwie, der da mal genannt wurde. Koroku und seine Hitzfiguren. Wirklich? Hey, das ist wunderbar, ihr könnt auf mich zählen. Oh, noch? Na, es wurden ja welche. Ja, mehrere zum Suchen irgendwie. Ja, doch ein Kiefer. Ja, warum? Kann man auch, ja. Ich will euch Treuer geben. Oh, bald haben wir wieder März. Stimmt. Ah, Lord Tabaxi, ein älterer Herr hat uns eine Audienz mit euch gegeben. Hallöchen, Jungspund, ich glaube nicht, dass wir uns schon begegnet sind. Ich erforsche seit Jahren Pokémon von Randfeld. Ich denke, so langsam sollte ich mich zur Ruhe setzen. Doch bevor ich das tue, dachte ich mir, ich teile mein Wissen mit euch jungen Kriegern. Wenn ihr noch etwas zu fragen habt, Jungspund, nur zu. Dieser alte Mann hat noch eine Menge Zeit übrig. Worüber wollt ihr mehr wissen? Pokémon haben folgende Statuswerte. Angriff, Verteidigung und Initiative. Erhöht man den Angriff, fügt das Pokémon Gegnern mehr Schaden zu. Mit mehr Verteidigung sinken seine KP langsamer durch gegnerische Attacken. Zu guter Letzt macht eine höhere Initiative es dem Pokémon leichter, mit eigenen Attacken zu treffen und gegnerischen Attacken auszuweichen. Alles soweit verstanden? Außerdem haben alle Attacken einen Attackenrang. Die Erhöhung dieses Rangs macht Attacken stärker und erhöht die Chance auf Zusatzeffekte. Die Zahl neben der Attacke zeigt den Attackenrang. Um einen Attackenrang maximal zu erhöhen, müsst ihr einen 100%-Link
mit eurem Pokémon erreichen. Attacken mit, maximalem Attackenrang sind sehr mächtig, also arbeitet hart und stärkt den Link zu eurem Pokémon, alles klar? Ja, im Moment nichts. Oh, wirklich? Na gut, seid immer schön fleißig, Jungspund, denn dann wird euer Pokémon allmählich stärker. Und doch. Das ist doch der perfekte Zeitpunkt. Ein Cliffhanger, genau. Und dann zu sehen, dass nicht so mal wie Pugilis fällt. Ja. Ja. Wir haben zumindest so schon mal mehr Stärke als und wenn wir ja, wobei der sich viel. Ja, wenn wir mit den richtigen Pokémon-Typen, mal davon abgesehen, wir müssen mit Evoli und, wir müssen mit Oichi und unserem Spielercharakter da einmarschieren. Vielleicht wäre es tatsächlich zeitweise sogar sinnvoll, wirklich auf die Elektro-Pokémon zu wechseln, nur für diesen einen Kampf. Übrigens, die erste Arena. Mit dem entwickelten Pokémon. Ja. Traktenball. Traktenball, ja. Meisterkampf, ja. Genau. Das waren sie. Irgendwo hatten wir noch Trassler. Das hat jetzt noch, das hat noch nicht so hohe. Genau. Könnte man statt Suche vielleicht auf Trainieren gehen, ja. Als Delegierungs- und Delegations- Zeugs. Ja. Okay, das könnt ihr getrost mir überlassen! Ja. Genau. Ja. Warte ab. Ja, stimmt, das wollte ich doch noch. Warte doch die Zeit. oder irgend sowas hier. Oder sowas reinschreiben wie: Ich bin mir sicher, du kannst diesen Text nicht bis zum Ende lesen, bis es gespeichert ist. Finde ich auch gut. Man kann wahrscheinlich nur eins machen, ne? Genau. Das ist dann echt ein bisschen ungünstig. Das wird übrigens noch lustig werden. Irgendwann wirst du in der Runsale-Map was erkennen. Mit diesen ganzen Königreichen. Momentan sieht das noch nicht nach irgendwas aus, aber ja, diese Region hat eine wunderschöne Form tatsächlich am Ende. Woher macht ihr mal diesen Schwanz? Zwei Beinchen, lange Knappen und das ist was als Ende. Und das liegt hier rein. Spoiler? Na, nee. Wenn ich sage, das ist kein Spoiler, dann ist das kein Spoiler. Ich finde, man sieht es auf der Karte hier oben links sogar besser als auf der eigentlichen. Könnte sein. Mal gucken. Ja. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, um zu sehen, wie ich mich da halte. Ja. Wenn ihr dabei seid, dann lasst ein Like. Oder schöne Bilder von Grimassen, damit ich neue Thumbnails machen kann. Und man wird sich denken, man kommt in diese Szene, dann wird man sehen, zusammenhanglos ganz am Ende. Ja! Oder ich pack's als Thumbnail in ein anderes Video. In eine ganz andere Folge, das gar nicht. Also, jetzt wisst ihr, wohin das Thumbnail. Ja. Vor drei Folgen oder so. Genau. Na gut, ich würde mal sagen, ich beende damit die Aufnahme auch mal. Dein Elend. Aber nur vorübergehend. Oh.